Einen wunderschönen, meine Lieben, und welcome to Deponia, ein neues Spiel, ein Point-and-Click-Adventure im Stile von Monkey's Island oder Baphomets Fluch. Ich liebe solche Spiele. Das soll auch extrem gut sein. Es kostet auf Steam momentan nur 99 Cent. Es gibt wahnsinnig viele Teile, was dafür sorgen wird, dass wir für die nächsten Jahre versorgt sind mit Let's Plays. Da wird immer einmal die Woche ein Teil kommen. Insofern es gut ist, ich muss es mir jetzt natürlich erstmal anschauen, das Spiel. Soll mega Soundtrack haben, soll richtig schön gezeichnet sein, von Hand gezeichnet, unter anderem von Matt Groening. Den kennen einige von euch vielleicht als den Erfinder und Zeichner auch unter anderem bei Die Simpsons. Ich würde sagen, wir legen los, gar nicht lang schnacken, und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Wenn es euch gefallen sollte und wenn ihr mehr über dieses Spiel sehen wollt, wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, dann lasst mir gerne einen Daumen da, oder falls ihr es nicht sehen wollt, könnt ihr mir auch einen Kommentar schreiben. Und falls ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr mir ein Abo dalassen. Danke euch vielmals dafür und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach, komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Computer, Wenzel. Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, wie man jemanden anspricht. Das haben wir ja jetzt gelernt, wie man Objekte ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Safe. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Ich muss die kombinieren. Pass mal auf, wie ich es repariere. Fuck. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Und jetzt? Sieh her, Wenzel. Es ist beeindruckend. Und Mal einfach mal da rein. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Als nächstes muss ich den Knopf drücken. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Hup. Okay. Ach, ich liebe Tutorials. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft.
Spar das Gezeter, gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ostern, muss dann mal weg. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann! Es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Sag mal, hört der Typ sich nicht an wie Paluten? Aber 1:1, das ist Vollgas und Paluten, seine Stimme. War geil gemacht, gell, das Lied, alles komplett synchronisiert, sowas feiere ich ja extrem. Dann legen wir mal los. Also wenn wir hier abhauen wollen, werden wir auf jeden Fall unseren Koffer brauchen. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Ah, da ist ja meine Liste. Wahrscheinlich mit den Dingen, was wir alles brauchen, mal oder? Mal gucken. Okay. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Der klingt wie Paluten. Ich muss echt nachschauen, ob er das ist. Da ist der Proviant. Zack. Ne, ist Öldose. Nehmen wir mal mit. Weißgerät nehmen wir auch mit. Eine Truhe. Alles, was mir mein Vater vermacht. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Mach mal auf. Die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Ja, du weißt doch gar nicht, was da drin ist. Zahnbürste. Hörst du? Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Mittel nehmen wir mit. Da ist der Seitenschneider. Boah, was für eine Plörre. Hier dran. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Put, put, put. Komm zu Papa. Ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Okay. Hinter Tonis Hütte können wir gehen. Runter können wir... Muss ja auch runtergehen. Ja, jetzt. Halt. Die Spüle, einen Topf. Auch mitnehmen. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lass es mal drauf ankommen. Mal machen, oder? Zack. Boah, was für eine Plörre. Kabel kann ich auch mitnehmen. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Zocke, wunderbar. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine was denn? Socke. Cool. Noch eine. Okay. Da ist noch eine Notiz. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Das ist nicht mein Proviant, ne? Aber noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ja.
Behälter hätten wir, hier hätten wir die Ölkanne, da müsste ich das Öl wegschütten. Schauen wir mal hier, wenn ich das ausleere irgendwie. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Genau, ins Waschbecken. Und weg damit. Ah, sehr schön. Dann packen wir die Wasabi-Nüsse in die Dose, ist ja richtig geil, so eine Öldose drin. Mit dem Plömpel kann ich aber nicht die Zahnbürste fangen, das glaube ich nicht. Jetzt mal die Nüsse, so, probieren wir es mal so. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Waffen. Aber da werde ich was brauchen, um die rauszukriegen, oder? Ne, geht. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Okay, Proviant haben wir, jetzt brauchen wir die Zahnbürste. Kann ich da was kombinieren vielleicht? Wie kriege ich die Zahnbürste da raus? Da ist noch eine Kammer, was ist da? Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Okay, probieren wir da mal die Gabel. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Nicht genug Hebel, okay. Wo hätten wir denn mehr Hebel? Plömpel, glaube ich nicht. Doch. Jawohl. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Mann, Junge, dann jetzt die Gabel vielleicht? Das will ich der Maus dann doch nicht antun. Oh, ich will diese Gabel irgendwie verwenden. Mit der Mausefalle kann ich die Zahnbürste fangen jetzt. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Was für ein Köder braucht eine Zahnbürste? Ja, ein Käse halt wahrscheinlich, aber... Hey, Wasabinus? Ich kann das Mistvieh was erleben. Put, 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 komm zu Papa. Da, ich bin ein Fuchs. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. So, haben wir alles, oder? Ja. Socken, Proviant, Seitenschneider, Zahnbürste. Großartig. Packen wir jetzt alles in den Koffer. Zack. Zahnbürste, check. Check. Socke. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser... Musst du jetzt kombinieren, die zwei Socken, oder was? Das sind immerhin schon mal zwei, aber ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach... Ach, das sind... Die können nicht zusammen. Okay. Seitenschneider, warum auch immer, check. Seitenschneider macht doch voll Sinn. So, wie machen wir das jetzt mit der Socke? Eine sehr gute Frage. Eine Socke habe ich schon mal. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen. Ja, aber es ist doch ein paar Socken. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Wie machen wir das jetzt? Blicke ich gerade gar nicht. Kann ich hier noch irgendwo was rausgehen? Kann ich nicht. Da sagt er, dass ich meine Sachen erst brauche. Ofen, schau mal da rein. Kann man auch aufmachen. Achso, ne. Jetzt bloß anmachen oder so. Erdplatte, könnt ihr was heiß machen? Kalt. Aha. Geht schon gut los, Leute. Keine Ahnung. Kissen, tu mal das Kissen mal weg. Haha. Oh, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Aber eine grüne bringt mir auch nichts. Mann, ey. So. Eine Socke habe ich, aber ich brauche einen. Ich will ja nicht wie ein... Das sind immerhin, aber ich will ja nicht. Das sind, aber ich will. Oh Mann, ey. Was mache ich jetzt? Färben oder irgendwie? Das ist doch Quatsch. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Hm, schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ah, okay. Ah, jetzt haben wir was. Wir gleich am Start schon so anstellen, das ist ja peinlich. So, den Topf stellen wir jetzt hier drauf auf die Herdplatte. So, dann unten anmachen, weiß ich jetzt. Mit dem Schweißgerät kann ich mir... Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Genau. Habe ich jetzt fast erwartet. Aber nicht die Zettel, oder? Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Material, damit sich das Feuer auch lohnt. Ja, zum Verbrennen habe ich dann aber nicht... Irgendwas fehlt noch. Wasser oder so? Auch? Feuer? Erstmal Wasser in den Topf. Sehr schön. So, Topf auf den Herd. Waschmittel rein.
Socken rein. Nächste Socke rein. Nächste Socke rein. Und jetzt müssen wir da anmachen. Wir brauchen jetzt irgendwas zum Verbrennen. Ha, was verbrenne ich denn jetzt? Ich muss was verbrennen. Brennbares Material, was? Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Also ich muss auf jeden Fall die Memos verbrennen. Und er sagt, das ist nicht genug Material. Verbrennen? Keine schlechte Idee. Aber ich brauche noch ein bisschen Material, damit sich das Feuer auch lohnt. Ich glaube, dass ich ein Memo übersehe. Irgendwo müsste noch ein Memo sein. Und jetzt spinnt nochmal zu. Klotür zu. Ah! Mach endlich das Badzauber. Mann, okay, jetzt hoffen wir mal, dass das reicht. Beziehungsweise, dass wir das überhaupt machen müssen. Jawohl. Ah, dann hat echt nur das scheiß Memo gefehlt. Weißbrenner. Zack. Öffnen zu. Und jetzt. Ach, die Socken sind ja schon drin, gell? Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Ah. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Kennt man. Sockenpaar. Wunderbar. Wir haben alles. Sehr schön. Dann haben wir unsere Liste vervollständigt, meine Freunde. Socken? Check. Ich scheine alles zu haben. Hey. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Einen Seitenstatter nehme ich auf jeden Fall mit. Tampelstück kann man vielleicht brauchen, weil man irgendwo irgendwas sauber machen muss. Socken kann man vielleicht irgendwie zusammenbinden. Lassen wir mal... Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Ach so, ich... So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Dachte, das kann ich mir aussuchen. Ja, da muss der Seitenschneider, oder? Im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Ein Dreck. Wenn ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Das ist safe, das Einzige, was du brauchst. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey, Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu... Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. So, und wohin jetzt damit? Ja, in die Kapsel. Kein Platz. Du hast doch gerade gesagt, es muss in die Kapsel. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Ja, dann tu ihn doch da rein. Schraubenschlüssel. Kann man den mitnehmen? Den kann er jetzt mitnehmen, der Seitenschneider. Das ging nicht, gell? Ich muss erst noch den Koffer. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Aber der Koffer... Ach, Staufach. Das Staufach ist zu... Ja, dann mach es doch auf. So, und nun? Na, geht doch. Hat die Batterie aber keinen Platz mehr. Das habe ich doch gerade erst da rausge... Du kannst ja die Batterie jetzt nicht da lassen, Junge. Muss die Batterie hier irgendwo... Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie denn? Und wichtiger noch... Wo soll ich sitzen? Mist, der ist ja festgeschraubt. Aber wir haben einen Schraubenschlüssel, mein Freund. Gar kein Thema. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. So, Batterie dahin jetzt. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Du sitzt da nicht. Oh. Jetzt kommt vielleicht. Gehen wir mal vorne raus. Geht ja auch. Oder? Geht. Okay. Vielleicht finden wir da noch was. Klingel. Chilischote. Autsch, heiß. Ja, Chilischoten sind halt echt nicht heiß. Kein Problem.
Mist, der ist ja festgeschraubt. Ah, ich habe einen Schraubenschlüssel dabei. Freund Blase. Habe ich den jetzt mitgenommen? Ah, auf dem kann ich sitzen. Hallo, Hanek. Hi. Auf dem kann ich sitzen und rein kommt die Batterie. Der muss jetzt hier rein, dann schweißt man fest. Und dann kommt die Batterie rein. 100 Pro. 100 Pro. Ha, passt. So, schweißen. Das sitzt auch so schon fest genug. Okay, entschuldige, dann schweißen wir halt nicht. Und Batterie rein. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Harpune? Ach du meine Güte. Blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Fuck. Also nach oben macht er einem zwei nach oben und nach rechts. Okay. Also ich muss da hinkommen. Hier macht er. Okay. Geht jetzt nicht. So. So. Das reicht nicht. Ich muss nur eins rüber quasi. Ach, ich bin ja so ein Heinblöd. Ich kann ja auch da noch. Oh Gott. Links. Oben. Links. Oben. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und... Ja, ich habe auch einen Erfolg bekommen. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Da! Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Oh, jetzt machen wir mit dem Schweißbrenner die Lunte an. Jetzt wird's spannend. Und Horrido! Schnell, ein in der Kapsel, Bursch. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Leute, an der Stelle würde ich erstmal sagen, speichern wir die ganze Geschichte mal ab. Wir sind jetzt raus aus... Hangeln wir uns hier hoch, oder? So, wunderbar, Leute. An der Stelle speichern wir erstmal ab. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mir ein Like da. Schreibt es von mir aus auch in die Kommentare. Mir macht es Spaß. Ich liebe so kleine Rätsel-Point-and-Click-Adventures. Ich würde auf jeden Fall gerne weiterspielen. Ich werde auch weiterspielen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich es aufnehme und hochlade. Wenn es euch gefallen hat und wenn wir weitermachen, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eine schöne Zeit.